Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf. Duell 5. gegen 15. und das für den BVB zu Hause. Dort, wo die Borussia sich am wohlsten fühlt und am erfolgreichsten ist. 4 Siege, 2 Unentschieden, noch keine Niederlage. Damit immerhin in der Heimtabelle ligaweit auf Platz 2. So kann und soll's weitergehen gegen Düsseldorf. Vor einem Jahr, es war schwer für uns gegen Düsseldorf. Sie waren und sie sind geblieben sehr, sehr schwer zu spielen. Ich habe auch mehrere Spiele gesehen. Das ist eine Mannschaft, die trotz ihrer die Tabellen sind sehr schwer zu spielen. Ob sie 4-3-3 spielen oder 4-2-3-1 oder auch 3-5-2 spielen, das wissen wir noch nicht. Und insgesamt sie sind sie immer sehr gut organisiert. Gegen die Fortuna aus Düsseldorf an Spieltag 14, an einem Samstag nach einer erfolgreichen Trainingswoche. Keine Länderspielpause, keine englische Woche, bedeutet gut gefüllter Trainingsplatz. Eine sehr, sehr gute Woche, normale Woche. Und das macht Spaß, wir können nochmal trainieren, das ist klar. 11 gegen 11 üben, nicht so viel, aber trotzdem. Und du kannst viele Sachen machen, die du kannst nicht trainieren, wenn du zum Beispiel 3-mal pro Woche spielst. Das ist klar. Und es war ganz okay die Woche. Mit einem Sieg gegen Düsseldorf wieder auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze gehen. Ein hart umkämpftes Feld. Die Liga spannend wie selten. Ist das ein Zufall dieses Jahr? Und weiß nicht, aber ich finde das absolut nicht schlecht. Ich finde das gut, dass und wir müssen auch sehen, dass andere Mannschaften gut sind. Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf. Zu Hause, dort, wo man bislang am erfolgreichsten ist.